Fotograf gibt es gar nicht mehr. Man hat auch gesehen, dass in den letzten 5-7 Jahren alle grossen Ereignisse, die sind nicht mehr von Kisten oder von einem professionellen Fotograf oder von einer Presseagentur aufgenommen worden, sondern Leute mit Handy. Eigentlich gibt es fast keinen Privatraum mehr. Und das ist immer das, was mich so verwundert, dass Leute das alles von sich selber aufs Netz stellen. Das heisst, dass in unserem Menschen das ist irgendwie ein Geltungsdrang da nach der Öffentlichkeit. Und vielleicht hat halt Andy Warhol recht gehabt, dass jeder Mensch mal das Anrecht hat, für 20 Sekunden ein Star zu sein in seinem Leben. Und ich glaube, das suchen wir alles. Es bringt auch andere Werte. Ist das wirklich echt, was wir da sehen? Oder ist es inszeniert? Heute gibt es Apps, wo du hin kannst, die Leute einfach rausmachen. Also gibt es die Realität nur? Die Frage ist einfach, wie setzt man die Evolution ein? Wer ist wirklich der Gewinner und wer ist der Verlierer? Ich sage, ein digitales Bild ist keine Fotografie, es ist ein Sammeln von Bildern. Ein Pixel ist kein Korn. Es hat keinen chemischen Prozess, es ist nicht unikat, weil alle zusammen genau gleiche Chip haben. Und eine Fotografie ist ein chemischer Prozess, das ist ein Film, der muss entwickelt werden, der muss wieder ein Print gemacht werden, man ist sehr limitiert und die Limitation die führt eben eigentlich zu einer ganzen tieferen oder zu einer anderen Bildaussage, wie jetzt halt ein digitales Bild. Ich sage, in 10 Jahren gibt es weder ein Canon, noch ein Nikon, noch ein Minolta. Das braucht man gar nicht mehr, weil dann sind unsere Handys so weit, dass man auch nicht mehr die Kiste mitschleppen muss. Du filmst ja bereits. Früher hättest du ein Licht aufbauen, eine Kamera auf dem Stativ haben, einen Soundler haben mit einem Mikrofon. Oder? Und du hebst jetzt da mit deinen vier Fingern dein